Das Geheimnis hinter allen Zaubertricks und Illusionen ist, dass die Menschen tatsächlich ausgetrickst werden und an Magie glauben wollen. Die Stimme der Vernunft sagt uns, dass es einfach unmöglich ist, eine Frau in zwei Hälften zu sägen und dann wieder zusammenzukleben. Trotzdem lächeln wir glücklich wie kleine Kinder und applaudieren ausgiebig. Es tut uns leid, euch enttäuschen zu müssen, aber dieses Video wird die Mythen um die Existenz von Magie zerstören und einige Geheimnisse weltbekannter Illusionen aufdecken. Hier also die Auflösung 5 weltberühmter Zaubertricks. Lasst uns loslegen. Auf dem Wasser laufen. Auf dem Wasser zu laufen ist der Wunschtrick jedes Magiers. Bis ins 21. Jahrhundert war nur eine Person bekannt, die den Trick durchführen konnte, und dabei reden wir von biblischen Zeiten. Heute gibt es Technologien, die diesen Trick durchführbar machen. Unter den ersten Illusionisten, die ihn der Welt vorgeführt haben, befindet sich Stephen Fry, der in der Öffentlichkeit als Dynamo bekannt ist. Der Stunt war auf jeden Fall so aufmerksam erregend, dass der britische Magier angeblich direkt vorm Parlamentsgebäude über die Themse lief. Sein Geheimnis war anscheinend, dass sich eine massive, schwimmende Plexiglasplattform unter ihm befand, die am Flussbett verankert war. Würde Dynamo die Vorführung in einem Swimmingpool voller transparentem Chlorwasser geben, dann würde man die Plattform mit dem bloßen Auge sehen können. Denkt aber stattdessen an die Themse. Das Wasser ist so dunkel, dreckig und unruhig, dass man es nicht einmal gemerkt hätte, wenn er sich entschieden hätte, auf lauter Wasserleichen mit kunterbunten Federn zu laufen. Die Befreiung aus einer chinesischen Wasserfolterzelle. Der Trick wurde 1912 von dem brillanten Befreiungskünstler Harry Houdini entwickelt und aufgeführt. Seitdem hat die Befreiung aus einem Wassertank den Ruf als einer der kompliziertesten Tricks der Welt gewonnen. In Wirklichkeit gab es viele Wege, wie man ihn durchführen kann. Das Hauptgeheimnis des Stunts sind die Schlösser des Tanks und natürlich die beeindruckenden physischen Fähigkeiten der Person, die sich zutraut, den Trick auszuführen. Während die Assistentin des Magiers die Schlösser und den Deckel sichert, entfernt der Künstler heimlich die Stifte aus den Scharnieren, die den Deckel am Tank befestigen. Um aus dem Tank zu kommen, muss er so nur noch seine Bauchmuskeln anspannen, sich zusammenziehen, umdrehen, auftauchen, um Luft zu schnappen. An diesem Punkt könnte man vielleicht denken, pff, das kann doch jeder. In Wirklichkeit gibt es die chinesische Wasserfolterzelle aber tatsächlich als todesmutiger Trick. Denkt nur mal darüber nach. Der Trick setzt voraus, dass der Performer sich mindestens 3 Minuten verkehrt herumhängt. Allein das ist schon wirklich eine Herausforderung. Hinzu kommt, dass das Ganze unter Wasser passiert. Die physische Erschöpfung und das Risiko, bewusstlos zu werden, weil zu viel Blut ins Gehirn fließt. Am Ende haben wir nicht nur einen außergewöhnlichen Trick, sondern auch einen lebensgefährlichen Stunt. Es ist unglaublich, wie weit Magier gehen, um die Öffentlichkeit zu unterhalten. Ein Hasen aus dem Hut zaubern. Dieser Trick ist wahrscheinlich der erste, der einem in den Sinn kommt, wenn man an Magie und Zaubertricks denkt. Er war mal so populär, dass er zum Symbol für Magier auf der ganzen Welt geworden ist. Es gibt 3 Möglichkeiten, den Trick auszuführen. Die offensichtlichste ist, einen Tisch zu benutzen, in dem sich ein verstecktes Fach befindet, das groß genug für einen Hasen ist. Der Hut muss außerdem eine versteckte Öffnung haben. So kann der Magier einfach in den Hut und die Schublade in den Tisch darunter greifen. Die zweite Möglichkeit besteht aus einem besonders trickreichen Hut, oder besser gesagt aus einem versteckten Fach in seinem Boden, in dem man den Hasen verstecken kann. Während der Vorführung muss man einfach nur die Tür des Fachs öffnen und den Hasen greifen. Die dritte Möglichkeit ist, den Hasen in einem provisorischen Sack zu verstecken und diesen an einem Haken unter dem Tisch vor sich zu hängen. Mit Hilfe einfacher Handbewegung kann der Hut schnell hochgehoben und der Sack darunter geschoben werden. Alles, was dann noch getan werden muss, ist ein paar Zauberworte zu sprechen, vielleicht noch ein bisschen mit dem Zauberstab zu fuchteln, damit das Ganze noch dramatischer aussieht, und den Hasen aus dem Hut ziehen, sodass sich das Publikum daran erfreuen kann. Metamorphose. Der Metamorphose-Trick wurde im 19. Jahrhundert erfunden und hat die Herzen der Zuschauer gewonnen. Fast alle bekannten Magier haben sich schon daran versucht, inklusive Houdini. Jeder von ihnen hat es auf seine eigene Weise getan. Aber die spektakulärste Vorstellung haben Jonathan und Charlotte Pendragon gegeben. Das Ehepaar hat den Trick perfektioniert und die Zeit für die Verwandlung auf nur 2 Sekunden beschränkt. In der Vorlesung fesselt Charlotte ihren Ehemann in einer Tasche, bevor sie ihn in einer augenscheinlichen soliden Truhe einschließt. Dann springt sie auf die Truhe, hebt einen Vorhang hoch und versteckt sich für einen Moment dahinter. Ein Augenblick später taucht Jonathan auf und zeigt, dass die beiden Plätze getauscht haben. Wenn sich dann die Truhe öffnet, findet man Mrs. Pendragon mit einem geöffneten Knoten und aufgebrochenem Schloss. Was ist ihr Geheimnis? Die anscheinend solide Truhe hat natürlich keinen Boden und der Sack, in dem sich der erste Magier befunden hat, hat einen Reißverschluss am Boden. Sobald sich Jonathan vom Sack und aus der Truhe befreit hat, wartet er, bis der Vorhang fällt. Solange er sich aus der Truhe befreit, hat Charlotte Zeit, in den Sack zu schlüpfen. Im Grunde ist das Geheimnis Können und ein perfektes Timing. Eine Kugel fangen. Das Kugelfangen ist einer der ältesten und respektiertesten Stunts in der Magiergemeinschaft.
Er wurde über Jahrhunderte perfektioniert, bis der Trick seinen Höhepunkt mit Pen und Teller erreicht hat, die gleichzeitig mit Pistolen aufeinander abfeuern und die Kugeln mit dem Mund fangen. Das Wichtigste, damit der Kugelfangtrick glatt über die Bühne geht, ist die kunstvolle Arbeit von Händen, Kiefer und Zunge. Die Kugeln, die die Magier freiwilligen aus dem Publikum zeigen, sind natürlich nicht echt. Sie zerbersten, sobald sie abgefeuert werden. Was ist aber mit den Markierungen, die die Freiwilligen auf den Projektilen hinterlassen? Die Magier verkünden laut, welche Buchstaben oder Bilder sie auf der Patronenhülle malen. Gleichzeitig malt ein Assistent Backstage dieselben Symbole auf zwei leere Hüllen. Die Magier gehen zu der Kleiderstange und fangen an, Sicherheitswesten und Masken anzuziehen. Achtet mal darauf, wie nah die Kleiderstangen am Vorhang der Bühne stehen. Das ist ein Schlüsselmoment. Die beiden Magier drehen sich von der Kamera weg und das Publikum kann ihr Gesicht nicht sehen. In diesem Moment stecken die Assistenten die frisch angemalten Patronen in den Mund. Jetzt wird es Zeit, die Eloquenz der Magier zu bewundern. Sie geben eine große Rede über die Gefahr von Feuerwaffen, während sie gleichzeitig eine Patrone in ihren Wangen verstecken. Der Rest ist eine Frage der Technik und wie ausführlich geprobt wurde. Sie zielen mit einer Waffe auf den Performance-Partner, zielen vorsichtig, feuern die falschen Patronen ab und schaffen es, während sich der Rauch auf der Bühne verteilt, die Patrone aus ihrer Wange zwischen ihren Zähnen zu bekommen. Jetzt, wo ihr einige der Geheimnisse weltberühmter Magier kennt, solltet ihr sie aber nicht als Betrüger bezeichnen. Vergesst nicht, dass der Sinn von Tricks und Illusionen ist, die Zuschauer zu unterhalten und dafür zu sorgen, dass sie an Magie glauben, wovon sie in ihrem Alltag wenig erleben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bitte unterstützt uns, indem ihr auf Gefällt mir klickt und das Video in den sozialen Netzwerken teilt, um noch mehr interessante Beiträge von uns zu sehen.